Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Flat Out Ultimate Carnage Part 68, MW 68 oder 90, ich weiß nicht. Ja, wir waren am Rennen fertig. Wo der unbedingt immer da rauchen. Und wie immer mache ich das im Let's Play, weil mal zur Erklärung. Ich rauche immer im Let's Play, weil ich will nicht immer warten. Weil ich weiß nicht. Bei mir macht das ja Spaß und ich will nicht immer warten, bis ich wieder damit anfange. Aber eigentlich könnt ihr euch ja mal, kann ihr auch mal ein bisschen chillen und euch ein bisschen Musik lauschen lassen. Das ist, achso, der Sound ist von der Wasserstadt gewesen, wollte ich sagen. Alter. Das ist vom Painkiller, das ist, wie heißt denn das Scheiß? Factory. Painkiller Factory. Das ist von der alten Fabrik, der Soundtrack vom Painkiller, die Kampfmusik. Falls ich das noch nicht gesagt haben soll. Meine Fresse, ich habe schon 120.000. Hab ich eigentlich schon alles gekauft? Haben Upgrades? Ja, wenn ich das schon alles habe, dann hat sich das schon erledigt. Leute. Dexter XS, den habe ich noch. Habe ich mir eigentlich in der Aufnahme gekauft, wo ich zu leise war. Was sehr schade war eigentlich. Vokal aufgeben. Nein, natürlich nicht. Gut, den rauche ich auf und dann melde ich mich da wieder. Weil ihr müsst ja auch nicht zu lange warten. Weil der Park nur Musik hören, das ist auch gut. Deswegen würde ich sagen, bis gleich Leute und ja. Ja, ich rauche immer noch. Ja, was ich noch mal sagen wollte, ne? Das Video, das hat er jetzt, was ich hochlade gerade, das hat er jetzt so 65% ungefähr. Das habe ich vor, ich sag mal, 2 Stunden hochgeladen. Oder das lade ich jetzt 2 Stunden hoch. Schon. Und das geht 1 Stunde und 10 Minuten. Und das ist schon eigentlich schnell. Also bei meiner Bananenleitung, ja, das ist schon echt schnell. Also es wundert mich. Das wundert mich echt, weil ich habe gedacht, ey, da sitze ich 10, 12 Stunden dran, ne? Wollte schon den Rechner wieder mal die Nacht durchlaufen lassen. Und indessen in Schlafen gehen und wie ich das ja öfters auch mache. Aber ja, ihr kennt ja meine Bananenleitung und zum Beispiel der Ultimekanisch, wie lange das dauert, 6-7 Stunden. Und da geht das eigentlich schon schnell bei einer ganzen Stunde. Ich meine gut, es sind 720p, aber
geht trotzdem echt schnell. Muss ich echt mal sagen. Das ist unfassbar. Das ist schon krass. Ja, ich habe auch gleich aufgeraucht. Dann geht's endlich gleich weiter. Wird auch Zeit, dass es gleich weitergeht, ne? Ja, ich weiß, du frisst mir nach Moment und dies und das und jenes, den anderen. Oh, dieses Lied, ey. Hört euch das Lied mal an, ey. Das ist so, aufgeraucht und weiter geht's im Geschäft. Bis Leben. Ach, der zweite ist nur ja weißer werden hier. Drei Runden. Ja, machen wir das mal. Ja, morgen oder besser gesagt heute beginnt ja das Deutschlandspiel gegen Gibraltar. Also die Vorqualifizierung für die EM. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die da wieder abschneiden. Werde ich auf jeden Fall gucken. Und oh, mitfiebern. Hoffen, dass sie viele Tore machen. Ja. Weil das wäre echt blöd, wenn die... die letzten Spiele, die... ich weiß nicht, was sie da genommen haben. Aber das... Da war ich echt unzufrieden mit, was sie da für eine Leistung gebracht haben. Übrigens aber auch nicht so viel Leistung gerade. Ja, Mann. Das war ein Fail meinerseits. Und das auch. Ja, ich bin da echt gespannt, ob der Löw sich mal ein bisschen, ja, was überlegt hat. Weil, wartet mal kurz, ich muss jetzt mal was trinken. Weil in den letzten Spielen, da hat es ja daran gehapert, dass die Nationalspieler, die bei der WM dabei waren, die hat der Löw nicht mit reingeschickt, weil, na gut, die waren krank und verhindert, kann man verstehen, aber dass er jetzt, na gut, wir hatten eigentlich noch genug Auswechselspieler, die er hätte reinschicken können, also der Löw. Warum das er nicht, warum er das nicht gemacht hat und warum er Podolski nicht beim ersten Mal schon reingesetzt hat, das verstehe ich teilweise überhaupt nicht und ich weiß auch nicht, warum ich jetzt wieder geworden bin. Ach Mann, ey. Das ist doch blöd. Dann mache ich das natürlich nochmal. Alter. Start. Das ist ein echt geiler Start.
Elfter. Elfter ist eine echt geile Position, auf jeden Fall. Ja, das macht auch so eine Scheiße, ne? Ja, ist ja gut. Mobb mich nicht. Alter! Das brauche ich gar nicht. Die Autofahrer, die hinter dir sind, die machen das schon von selber. Oh. Sag mal! Bist du behindert, Mann? Ich mach das gleich nochmal. Wir fahren hier alle rein, hinten rein, Mann. Das kostet mich echt an. Da schreien mich herum. Wir haben Abonnenten. Ja, sorry. Das tut mir echt leid. Ja, manchmal kann man nur rumbrüllen, ey, ganz ehrlich. Die fahren einen hinten rein, weißt du? Die checken einen so dermaßen weg. Das ist nicht mehr feierlich. Und da kann man auch nichts gegen machen. Die fahren einen hinten rein und weg, wisst ihr. Das ist einfach nicht so. Das ist behindert. Mann, ich will Erster werden, Mann. Die anderen haben doch einen getunten Motor, ganz ehrlich. Ja! Nur noch einen getunten Motor, Mann. Die müssen noch einen getunten Motor haben, die vorne sind. Mal ganz ehrlich. Was soll denn das? Wieso brauche ich hier schon wieder Unfälle wie so ein Behinderter? Wieso bin ich denn Elfter? Nö. Akzeptiere ich nicht. Vergiss es. Ich will Erster werden, Mann! Wegmachen! Bei dem Spiel kann man manchmal nicht ruhig bleiben. Ich bin Elfter, Mann! Was haben die denn für einen scheiß getunten Motor, Mann? Meine Fresse! Und Handy, verpiss dich, Alter! Verpiss dich! Scheiß Handy! Hör auf zu blinken, Mann, ey! Leg mir am Arsch! Mann! Dreh gleich durch hier! Meine Fresse! Verpiss dich! Versuch doch mal ruhig zu bleiben. Nee, ich habe den Punkt erreicht, wo ich durchdrehe. Der Part ist schon auf 15 Minuten. Das ist einfach nur ein Fail-Part hier. Das geht gar nicht. Mann, komm doch mal auf den Scheißreifen raus. Meine Fresse. Manchmal, ey, ganz ehrlich. Ich muss nur noch mein Handy gucken, weil es ist hinter der Couch gefallen. Das habe ich eigentlich auf die Couch geschmissen, dann ist es auf der Lehne geknallt. Und dann über die Lehne drüber. Und wie man ja weiß, können Smartphones ja nicht so viel ab vom Display her. Ja, fahr doch mal hinten hier rein. Fahr doch noch mal hinten rein. Fahr doch noch mal hier hinten rein. Mein Hex sieht ja nicht beschissen genug aus. Beruhig dich. Das mache ich gleich, weil ich müsste so mal mit dem Handy gucken. Geh jetzt mal wegen meinem Handy gucken, sorry Leute.
Könnt ihr die Musik lauschen. Zum Glück ist das noch heil. Ja, dann gucke ich mal nach, was da geschrieben wurde, weil mich das extrem irritiert hat. Dankeschön! Würde ich mal sagen. Meine Scheiß blinken ist jetzt. So, jetzt mache ich das Handy aber zu. Also, weil ich habe eine Hülle dafür. Und wenn ich die zumache, sehe ich das nicht, dass es blinkt. Weil das hat mich extrem irritiert, ey. Deswegen habe ich es auch weggeschmissen. Wunder, dass es heil ist noch. Oh mein Gott. Und sorry, also ich muss für die, eigentlich, also für diese Folge muss ich wieder sagen, nicht über Kopfhörer sagen. Die Arbeit mache ich immer nicht, mir eine Warnung rauszuholen. So, also. Na gut, bei dem Video, was ich hochlade, da habe ich es gemacht, aber sonst bei wo ich richtig durchdrehe, da mache ich das ja meistens nicht. Ja, 18 Minuten haben wir jetzt schon, also fast 19. Was haben wir geschafft? Nur zwei Rennen! Toll! Schön! Ich wollte eigentlich die ganze Dings machen. Schön. Das vorbei ist, Alter, ich muss dann rauf, Alter, ganz ehrlich. Ich mach so viel Scheiße, weil ich will da Unfälle bauen und so. Ich bin halt so bei Flat Out. Genauso bin ich. Wie ist denn der eine geflogen, bitte? Wie geil. Aber jetzt mache ich jetzt was. Also jetzt machen wir. Alter! Vor allem der schleudert! Diese Scheißkarre, die schleudert auch manchmal die Bullen. Ja genau, Alter! Check mich doch mal nochmal weg, du! Nur der scheiß Müll, der im Weg liegt. Meine Fresse. Bleib ruhig. Das ist nur ein Spiel. Bro, ich weiß, dass es nur ein Spiel ist, aber Alter, das kotzt mich so dermaßen an, Mann! Mann, ey. Na gut, ich bin Zweiter. Ich kann mich nicht beschweren eigentlich, aber ey, es ist doch krank, Mann. Guck dir den Scheiß doch mal an. Wie weit ist denn der vorne? Der muss doch einen getunten... Der muss doch einen getunten Motor haben, ganz ehrlich. Nee, hat er nicht. Der fährt nur ordentlich. Ja, trotzdem, wenn man ordentlich fährt, hat man auch nicht so einen, dermaßen riesen Vorsprung, Mann. Was soll denn das? Erinnere dich mal an das Driver Let's Play zurück. Driver Perlelines. Du hast ja auch im Rennen Vorsprung gehabt. Und zwar einen riesigen. Ja, Alter, das kannst du aber doch nicht mit hiermit vergleichen, Mann. Das ist ja kein Rennspiel. Das ist ja, ja, wie GTA quasi. Nur anders. Du kannst ja hiermit gar nicht vergleichen. Das ist ja ein Rennspiel, was ich hier spiele, einfach. Und... Ja, fahr doch 300 Mal an der Feuerwehr ran. Mann.
Meine Fresse. Natürlich bin ich jetzt wieder Zweiter, ey. Ja, genau, in der dritten Runde. In der dritten verdammten verschissenen Runde. Ach, ihr seid doch böse. Ich lasse es so. Ich lasse es so. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Ganz ehrlich. Leck mir die Möse hier. Boah. Beruhig dich. Das sagst du so einfach. Spiel du mal diese Scheiße. Mann. Können sie auch nicht beruhigen. So. Wir sehen uns erstmal im nächsten Part, weil ich... Boah. Ich könnte durchdrehen, ganz ehrlich. Schon wieder ein halber Fail-Part, ey. Meine Fresse, ey.